Wähl dich warm für die Bürgerschaftswahl. Mila und Finn sind im Norden zu Hause. Hamburg ist ihr Heimathafen. Deswegen liegt ihnen besonders am Herzen, was in der Stadt geschieht. Ob Themen wie Bildung, Verkehr oder Polizei. Können Mila und Finn darauf überhaupt Einfluss nehmen? Und ob? Bei den Bürgerschaftswahlen. Hamburg ist Bundesland und Stadt zugleich und entscheidet somit über typische Landes- als auch Stadtthemen. Die Wahlen finden alle 5 Jahre statt. Und da Mila und Finn älter als 16 Jahre sind, können sie teilnehmen. Doch die beiden sind skeptisch. Lohnt sich der Gang zur Urne? Fest steht, ihre Stimmen sind entscheidend, denn Mila und Finn bestimmen mit, wer in die Bürgerschaft einzieht. Beide bekommen einen Stimmzettel für ganz Hamburg und einen für den Wahlkreis, in dem sie wohnen. Jeweils 5 Stimmen können sie beliebig an Kandidierende, Parteien bzw. Wählervereinigungen verteilen. Das Ergebnis setzt sich aus den Stimmen aller Wählerinnen und Wähler zusammen. Dabei kann jede einzelne Stimme die sein, die am Ende den Unterschied macht. Die gewählten Abgeordneten vertreten im Rathaus die Interessen der Hamburgerinnen und Hamburger bestmöglich. Dafür schließen sie sich zu Fraktionen zusammen. So stärken sie ihren politischen Einfluss. Die Fraktionen verhandeln Kompromisse und finden gemeinsam Lösungen. Finn und Mila nehmen also durch die Wahl ihrer Kandidatinnen und Kandidaten oder der Parteien Einfluss auf Entscheidungen, die für Hamburg getroffen werden. Das betrifft typische Landesthemen wie Schule und Polizei, sowie klassische Stadtthemen wie die Müllentsorgung und den Straßenbau. Und wo sollen Mila und Finn am besten ihr Kreuz machen? Um das herauszufinden, halten sie während des Wahlkampfes ihre Augen und Ohren offen. Ob Wahlomat, Social Media oder Zeitung. Die beiden informieren sich über verschiedene Kanäle. Bei Informationsveranstaltungen in Hamburg erfahren sie direkt mehr über deren Wahlprogramme und Ziele. Super! Finn und Mila wissen, nur wenn sie ihre Stimme abgeben, werden sie gehört. Gemeinsam mit anderen Wählerinnen und Wählern wirken sie so aktiv am Geschehen in ihrer Stadt mit. Und damit auch an der Zukunft ihrer Heimat. Wählen gehen ist ganz einfach. Setze am 23. Februar mit deinen Kreuzen ein Zeichen. Hamburg, wähl dich warm. Informiere dich jetzt.